Eine Gruppe junger Frauen zieht mit Flugblättern durch die Straßen von Kabul in Richtung Präsidentenpalast. Sie fordern von der künftigen Taliban-Regierung, die erreichten Fortschritte bei Frauenrechten beizubehalten und Frauen einen Platz im neuen Kabinett einzuräumen. Unsere Korrespondentin vor Ort, Annelies Borges, hat die Demonstrantinnen begleitet und diese Bilder gedreht. Wir sind alle gleich. Wir müssen an der Entscheidungsfindung teilhaben, in der Politik, in der Bildung, in der Arbeitswelt. Jeder hat hier Rechte. Wir können nicht zu Hause sitzen und schweigen. Wenn die Regierung eingesetzt wird, werden sie uns nicht mehr trauen. Sie werden uns nicht erlauben, mitzumachen. Sie werden die gleichen Taliban sein wie vor 20 Jahren. Wir können ihnen nicht trauen. Wenn die USA und andere Länder ihnen vertrauen, warum haben sie dann ihre Leute evakuiert? Warum? Das hat mich erschreckt. Das hat alle Frauen hier erschreckt. Während der Demonstration fahren bewaffnete Taliban auf Pickups vorbei und lassen die Frauen gewähren. Viele hier beschuldigen die internationale Gemeinschaft, Afghanistan im Stich zu lassen und nicht dafür zu sorgen, dass ihre Rechte respektiert werden. Jetzt versuchen sie, zum Innenministerium zu gehen. Aber wir haben viele Taliban-Kämpfer auf der Straße gesehen, die sagten, dass sie nicht hier sein, sondern nach Hause gehen sollten, wo ihr Platz ist. Wie ein Leben unter der Herrschaft der Taliban aussehen wird, ist unklar. Viele befürchten, dass sie allen Versprechungen zum Trotz Frauen wieder massiv unterdrücken und Menschenrechte missachten werden. Ein Taliban-Kämpfer schwört das Gegenteil. Alle Afghanen sind hier sicher. Wir haben Begnadigungen für alle angekündigt, unabhängig davon, ob es sich um Kriminelle oder Nichtkriminelle handelt. Leben, Eigentum, alles ist sicher. Wir werden erst dem Islam dienen und dann dem Land. Das ist unsere Pflicht. Und alle anderen, die fort sind, sollten in ihr Land zurückkehren, weil es für uns alle wie eine Mutter ist. Die Menschen in Kabul versuchen, ihren Geschäften nachzugehen. Doch die Sorge über das, was die Zukunft bringen wird, ist zu spüren. Ihnen bleibt nichts anderes, als auf bessere Tage unter der Taliban-Herrschaft zu hoffen.